blind flieg, die Menschen führen Krieg. In viel zu vielen Ländern nur du kannst ihre Not schmälern. Sollten sie dich nicht missen. Lande sanft, Täublein, lande sanft. Zu viele Menschen sind gestraft durch ihre neiderfüllten Brüder. Nur mit dir werden Menschen wieder klüger. Sieger.
Das ist ein Segen, den ich hier ausspreche. Den ich hier rüber singe über dieses Feld. Und ich persönlich glaube, dass es Veränderung bringt, wenn wir Dinge aussprechen über uns, über unseren Liebsten, über unseren Nächsten. Wenn wir Worte des Friedens aussprechen, des Gelingens aussprechen, ich glaube, das verändert uns. Das verändert unsere Haltung, das verändert unser Sein. Ich möchte euch dazu einladen, die Dinge auszusprechen, die ihr euch wünscht für euer Leben, die ihr euch wünscht für die Leute, die ihr auf dem Herzen habt. Ich lasse jetzt einfach eine Weile laufen, dass ihr das einfach mal ein bisschen einwirken lassen könnt. Es gibt so viele Dinge, die wir so vorhaben in unserem Leben. Viele Dinge, die auch gelingen, aber es gibt so vieles, was irgendwie gar nicht gut aussieht. Und der Raphael hat mit seinen 11 Jahren hier sich Gedanken gemacht über das, was hier auf der Welt passiert. Flieg, Täublein, flieg. Menschen führen Krieg in viel zu vielen Ländern. Nur du kannst ihre Not schmälern. Komm, Täublein, komm. Nicht alle Leute sind so fromm, dass sie dich zu schätzen wissen. Trotzdem sollten sie dich nicht missen. Sanft, Täublein, lande sanft. Zu viele Menschen sind gestraft durch ihren Neid erfüllten Brüder. Nur mit dir werden Menschen wieder klüger. Eile, Täublein, eile. Eine Weile, bis Charakterwunden heilen. Solange sollst du verweilen und schenke deinen Segen jedem einzelnen Heime. Schenke deinen Segen jedem einzelnen Heime. Schenke deinen Segen.